So, da sind wir wieder zurück. Angriffslinie ist gezeichnet. Wir sind in Schweden gelandet mit den italienischen Truppen. Das Schöne ist, ich will auch nicht unbedingt Hilfe von Philipp haben. Das Schöne ist nämlich daran, dass ich mich ja auch so ein bisschen beim Alliiertenkrieg nicht wirklich, aber bei dem Russlandkrieg mehr einbringen müsste. Wenn ihr mal seht, wir nehmen jetzt mal, das ist der britische Krieg, genau, der sowjetdeutsche Krieg, wenn ihr mal seht, wenn ihr mal nach Kriegsbeteiligung geht, da stehen wir unter dem türkischen Reich, unter Ungarn und unter Rumänien und gleich auf mit Bulgarien und dem Irak. Iran? Achso, Irak, genau, Irak ist ja schon bei uns, genau. Also eigentlich nur Portugal hat weniger gemacht. Das ist natürlich blöd, sich an den Tisch zu setzen, ja, irgendwas zu fordern und der Irak kriegt genauso viele Gebiete wie ihr. Ja, irgendwo macht das keinen Sinn, ne? Also müssen wir was machen und das macht ihr am besten über Opfer. Ist nicht immer die schönste Methode, ständig Opfer zu haben? Ach, scheiße, Digga! Invasion! Wo denn? Das habe ich natürlich nicht kommen sehen. Wo denn? Ich habe dich extra nicht ein... eigentlich habe ich dich ja nicht mit rein... Ich habe nicht gesagt, dass die Alliierten mitmachen, ja, aber... Jetzt machen sie mit. Bei dir. Oh, da oben. Guck mal, die werden doch gerade schon angegriffen. Und die da an, die rechts da oben? Vielleicht wird mich Philipp hauen. Ja, passt schon. Passt schon? Alles ja, gut. Müssen wir halt, muss ich mich drum kümmern. Okay. Uns darf dann uns nicht passieren. Wir haben jede einzelne Grenze. Und wenn ich schon anspreche, eine fette Stadt von uns wird überhaupt nicht, die am Meer liegt, wird überhaupt nicht bewacht. Wo habt ihr eure Leute, Freunde? Was ist da los? Ne? Mei. Ein Marinebomber verloren, dafür zwei Handelskonvois zerstört. Sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Macht sie nass. Macht sie nass. Oh, waren wir an mehreren Stellen auch noch. Meldet sich an zwei, ne? Ja. Ja, die obere ist halt das nervige, weil du nicht in der Nähe hast. Russische von was abziehen, weiß man nicht, oder? Ja, du hast aber ich im Hinterland. Ach nee, sind eigentlich deine. Da hast du eine Einheit im Hinterland. Du kannst in. Naja. Ja, mach weiter. Ja? Okay. So, wir müssen kurz mal warten, bis unser Angriffsziel sozusagen durch ist. Dabei könnten sie natürlich ihre Front jetzt noch ein bisschen verstärken. Das ist halt leider dann so. Hey, unsere U-Boote sind fertig. Oder beziehungsweise fertig geforscht. Formulieren wir es mal. Ja, so. Ja, fertig sind sie noch nicht. So, Dummy-Verarbeitung machen wir auch nochmal, dass wir ein bisschen mehr Dummy kriegen. Panzer übrigens in 71 Tagen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was kosten U-Boote? Geld, richtig? U-Boote. Können wir die eigentlich verbessern? Oh, wir können die sogar verbessern, Freunde. Wahnsinn. Dann verbessern wir mal die Zuverlässigkeit. Die ist nämlich mittlerweile bei... Oh, die ist bei 75% nur... Was bringt ein Tarnon? Tarnon würde... Geschwindigkeit weniger machen, aber dafür bei Schleichfahrt sozusagen, dass wir weniger zu orten sind. Das ist super wichtig. Was würde ein Motor bringen? Oh Gott, was ist denn das alles? Schleichfahrt, wenn man höher, wird man mehr zu orten sein, dafür mehr maximale Geschwindigkeit, weniger zuverlässig. Also Motor ist scheiße. Torpedo würde halt weniger Geschwindigkeit, dafür mehr Torpedoangriff bringen. Okay, ich bin Verein für Zuverlässigkeit und Tarnung. Was würden wir jetzt verlieren? Nee, Schleichfahrt. Wenn Schleichfahrt runtergeht, ist das super. Wir würden ein bisschen mehr Reichweite verlieren. Das müssten wir theoretisch mit dem Motor ausgleichen. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Und die Reichweite ist eigentlich okay für, ich sag mal, für Europa. Was ist denn, wenn ich das so mache? Oh, das wäre genau 225. Also mehr Zuverlässigkeit würden wir, 3% würden wir kriegen. Wir würden bei Schleichfahrt minus 2,2 kriegen. Das ist super. Ein bisschen weniger maximale Geschwindigkeit und weniger Reichweite. Ist das eigentlich dann schon... Nee, sorry. Ach, die Links steht schon, die verändert, 4400 Meter. Also gibt an, wie lange Treibstoff und Lebensmittel halten und so. Ach, alles gut. Zack. So, dann können wir die außer Betrieb setzen. Wir können sowieso... Oh, nee, das will ich. Alle anderen Schiffe außer Betrieb setzen, weil wir die überhaupt nicht interessieren. Und weg. Nein. Und weg. Meine Fresse, Jungs. Ist jetzt so schwer? So. U-Boot. Mardoni-Trafe, könnt ihr euch merken. Bei mir heißt das Ding U-Boot. Ne? Und dann schreiben wir noch Final dahinter. So.
Und da bauen wir jetzt U-Boote. Zack. Und zwar, dummerweise kann man nur auf 15 hoch. Und wir haben kein Öl dafür. Oh, da müssen wir uns welches holen, ne? Mein lieber Philipp, du hast doch bestimmt Öl für mich. Ganz da haben. Weißt du was? Ganz da haben. Deutsches Reich! Ich brauche 4 Fabriken. Och, du hast doch jetzt. Freie Militärfabriken haben wir auch noch. Sehr gut. So. Wie gesagt, ihr könnt nur 15 Boote gleichzeitig pro, irgendwo in einem Hafen bauen quasi, beziehungsweise generell in Produktion stellen. Ich überlege gerade, wo ich die produzieren lasse. Ich glaube, ich würde die sogar hier produzieren lassen. Hier stehen sie gut. In Latium. So, aber wisst ihr, was ihr machen könnt? Wir könnten einfach noch eine Produktionsschleife reinkleiden. Ne? Das zu dem Thema. Da werden wir auch noch 15 machen. Wir haben aber da nicht so viele, wir haben da nicht so viele Schiffswerfte. Aber wir werden noch ein paar einnehmen. Ich werde auf 2, also dass wir 30, quasi mit 30 Schiffswerften dann später durchproduzieren. Das wird so ein bisschen so mein Ding sein. Also, das ist jetzt erstmal so der angeraumte Plan. So, wir brauchen jetzt eigentlich meines Erachtens. Das ist meines Erachtens jetzt Öl, genau, mehr brauchen wir nicht. So, freie Militärfabriken. Ja, auch da ist es im Moment unser Problem, dass wir im Moment sogar mehr Jäger bräuchten. Eigentlich sogar noch viel mehr Jäger. Und da holen wir uns von Philipp mal nochmal mehr Öl. Also du solltest jetzt, ich habe jetzt 6 Fabriken von dir. Mein Luder. Ich hoffe, das ist okay für dich. Cool, machen wir. So, Angriff ist gestartet. Wir werden jetzt weiter in Schweden natürlich vorangehen. Oder versuchen voranzugehen. Und bis jetzt sehe ich da auch nur schwedische und amerikanische Truppen. Also alle anderen haben es noch nicht geschafft. Da ist natürlich auch immer relativ, ich glaube, relativ cool, wenn man halt viele Lufträume kontrolliert und damit auch, sagen wir mal, die Seewege kontrolliert, weil dann kommen halt weniger Truppen an. Logischerweise. Also die alliierten Truppen würden jetzt natürlich gerne alle helfen. Aber das ist natürlich ein bisschen problematisch für die. Wie sieht es denn eigentlich? Ach, Lufterfahrung haben wir noch nicht so viel. Guck mal, die haben in Südschweden, ne? Lass dir mal einziehen, die haben 3000 Flugzeuge da. Ja, das ist ja gut, dass ich die erstmal alle einnehme dann, ne? Würde ich sagen. Übrigens auch sehr schöne Front hier. Ich würde schon sagen, irgendwie ein bisschen verteidigen die Stadt da. Naja, die machen das schon. Jetzt müssen sie leider hier über den Fluss rüber. Natürlich instant nicht so doll. Ja, die machen das schon. Da vollstes Vertrauen in die. Nicht. Was ist das jetzt? Unsere neue Pack ist das, ne? Genau, unsere neue Panzerabwehr. Ist jetzt fertig. Perfekt. Geht natürlich erstmal wieder die Produktion leider ein bisschen runter, aber dafür produzieren wir jetzt quasi die beste Panzerabwehr-Raketen. Das ist doch was. Ausrüstung habe ich im Moment relativ viel. Du musst sagen, wenn du mal wieder ein bisschen was brauchst, mein Luder. Mach ich mal. War das jetzt schon gesagt? Oder? Noch sieht es okay aus. Noch sieht es okay aus. Das klingt gut. So, und was ich natürlich auch mal weiterentwickeln wollte. Oh, wir wollten auf jeden Fall noch die Pioniere weiterentwickeln. Pioniere finde ich persönlich beste. Beste, Freunde, beste. Übelst beste Support-Einheit oder Verstärkungseinheit in diesem Spiel, was ihr könnt ihr überall reinmachen. Jede Armee hat Pionier bei mir dabei. Ist für den Angriff gut und ist für Bewegung gut. Also von daher. Ah, Alex, was du mal machen kannst, mach mal bitte bei dem Iran auf Beziehungen verbessern. Ob das dann Pluspunkte bringt, weil wir in einem Bündnis sind und wenn die dich mögen, auch noch. Ja, wäre vielleicht. Das kostet mir Macht, Alter, du dumme Sau. Ja, sicher. Ja, sicher, ich krieg fast gar keine Macht. Ist klar, kann sein. Ist scheiße, ist das. Aber wir müssen jetzt hier die Machen kaputt machen, machen wir die. Du musst mal in Russland vorankommen, wie sagen wir das Problem ist. Du musst mal neue Ideen entwickeln. Nicht nur brachial, einfach vorwärts. Frontlinie, was machen wir jetzt hier? Frontlinie, zurückziehen. Angriffslinie bilden, schart euch um mich. Versteht das nicht? Wie kann man denn hier nicht angreifen? In Pskov. Im Wald von Pskov. Ja, relativ nördlich. Da ist nichts.
Da sind hier ein paar Bataillone, da stellst du 24 Leute rein und da wird. Hier, generell der Norden ist so ein Witz des Tages. Du musst halt nicht oben über den Fluss angreifen, du musst kurz da drunter, da stehst du doch schon super da. Da mal gezielt angreifen. Oh Mann. Mit denen hier auch, die da alle rauf, meinst du zum Beispiel? Ja, genau. Man muss auch mal. Die Schweden hat ja Ja, da sogar kommt einen man so hier ein eingefunden. Gebiet, da ein Gebietchen weiter. Ne? Mann, ey, muss man ja alles selber machen. Alles muss man selber machen. So, Flugzeugproduktion läuft auf jeden Fall. Generell verlieren wir eher mehr Jäger als irgendwie. Wahrscheinlich, weil die alle noch irgendwie down gehen. Eine Frage habe ich da mal dazu. Warum kriegen wir nicht so viel Lufterfahrung? Wenn Ihre Flugzeuge auf Mission eingesetzt werden oder Feindkontakt haben, erhalten Sie Luftwaffe-Erfahrung. Naja, ich hab die doch hier, die sind doch auf einer Mission, Junge. Die sind doch missioniert, sind die. Nicht? Es geht nirgends, geht's mehr weiter. Hier machen wir mal mehr Bodenpersonal. Damit kriegen wir hier 20 Befehlsmacht weniger. Dafür steigern wir die Effizienz um 10%. Machen wir jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob es was bringt. Aber vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Erfahrung hier, weil irgendwie kriegen wir da gar keine Erfahrung. Das ist Ach du irgendwie. Schande, oh, weil hier sind noch Gebiete, wo es, ne? Wo ich deutlich in der Unterzahl bin. Was passiert? Produzierst du denn irgendwie Einheiten nach oder kannst du das nicht oder willst du das nicht oder was ist das Problem? Ja, da muss man ja mal fragen machen, ne? Ich habe nur noch 5 Millionen Leute. So, sehen wir uns Woran denn liegt der. das, dass hier so? Die haben 1000 Mann, die haben Verteidigungswert von 1400. Guck mal, Jungs, der zieht sich doch zurück. Können wir da nicht hinterherlaufen? Mal, ist ganz blöde Frage. Ich weiß, es ist immer teilweise sind das echt doofe Fragen von mir, aber darf doch mal, doofe Fragen dürfen doch mal erlaubt Müssen sein. hier übelst geile Stats haben, die Einheiten, die die haben. Das kann nicht sein. Könnt ihr mir mal erzählen, warum dieser Krieg hier irgendwie immer. Wow, weil die echt coole Leute haben. Ich glaube, die scheiß Amis sind echt gut, Mann. Das wird nur ganz schön schwer hier mit uns zwei beiden. Ja, ach was. Das hast du ja richtig erkannt, Philipp, wa? Ich erkenne alles. So, sind die jetzt mal irgendwie hier auf Stufe 3 ausgebaut? Na, ist da wahnsinnig, Tutti. So, Freunde. Ich formuliere es mal so. Ihr kommt Muster. mit. Ich dachte, mit einer Armee renne ich hier durch? Nix! Ne? Leute! Jetzt mal. Genau. Butter bei der Fische. Was ist das Problem? Oh Mann. Ich muss mehr Jäger produzieren, das ist das Problem, habe ich gerade festgestellt. Ah ja, wie ist denn eigentlich, wann kommen die Jungs hier raus? Das dauert eigentlich mal so lange, das ist ja schon mal gut. Mehr Jäger produzieren, Jungs, Jäger und nochmal Jäger. Ja, wir brauchen einfach viel mehr Militärfabriken. Aber wir produzieren ja auch Militärfabriken, das ist ja nicht so, als ob wir da nichts machen würden. Das dauert nur ein bisschen, ne? Gegner hat ja auch eine Lufthoheit, du da. Da fällt's dir aus den Wolken. So, ich muss jetzt wieder mal eine tolle Sache machen. Und zwar, weil es sieht ja alles relativ kacke aus. Dann machen wir mal wieder eine neue Frontlinie. Und demzufolge auch eine neue Angriffslinie. Und die Angriffslinie wird sich relativ einfach bemessen. Wir lassen dieses eine Stückchen hier erstmal aus. Und werden uns hier ein bisschen mehr über den Korb da quasi gehen. Bis wohin war das? Bis dahin. Okay, warte. Ich bin gleich soweit. Na, wir werden das mal so machen. So, können wir denn jetzt hier irgendwas bauen schon mal? Oder was dürfen wir es immer noch nicht machen? Das ist natürlich. Das ist Wahnsinn, wir dürfen das nicht. Warum nicht? Das habe ich noch nicht jetzt verstanden. Infrastruktur kann nicht in fremdem Gebiet gebaut werden, aber ich kontrolliere doch so viel von diesem Ding. Guck mal, ich kontrolliere zwei kleine Gebiete nicht. Ja, vielleicht ist Staatslenker das die das Deutsche einzige, Reich? vielleicht sind die überall ausgebaut, nur da, wo du gerne bauen würdest, eben nicht. Ja, 5 von 10 und ist kaputt. Wenn ich repariere die nicht mal. Das kann sein. Und wenn die kaputt sind, dann ist halt futsch erstmal. Effizienz Marineangriff, ja, genau. So stelle ich mir das vor. Ja, die Jungs haben hier jedenfalls übelste Probleme. Aber der wird noch ein bisschen dauern. Unsere anderen Jungs, oh, habe ich jetzt auch schon hochgezogen. Das ist natürlich die Frage. Nur als Frage, dürften die rüber? Die dürften rüber. Warten wir mal noch eine Runde. Oder was ist eine Runde?
Nee, doch, die müssen Jungs, genau, kommt mal erstmal wieder zu Kräften. Starker Reden minus 20% bei der. Ach, meine Fresse. Da hat auch jeder was zu heulen hier, ne? Starker Regen wird jetzt hier moniert, Digga. Was sagst du dazu? Regen? Weniger, wegen der Regeneration, wegen starkem Regen. Jetzt hat sich mein Bildschirm gerade. Lass mal ein schwarzes Bild machen, das macht viel mehr Bock. Ist viel interessanter. Ach Mann, ey. So, wie sieht's denn hier aus langsam, aber sicher? Alter, das dauert ein bisschen mit den Flugzeugen. Wir haben momentan 148 Jäger im Einsatz. Unsere Luftordnung ist 11%. Das ist natürlich echt behindert, ne? Das hier müssen eigentlich bei der Luftordnung auch ein bisschen was machen. Na gut, ist halt so. Ich dachte immer, dass meine Einheiten viel besser sind, aber ich komme hier einfach gar nicht mehr vorwärts. Ich finde es eigenartig. Ach du Scheiße, wir verlieren ja komplett in der Türkei. Jeder Angriff ist da rot, ne? Mal sind die hier gerade. Nee, nicht. Sind sie gar nicht. Sind deine Einheiten wirklich besser, Digga? Forschst du auch, dass die Einheiten besser werden? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ja, dachte ich. Ja, denk. Dachte ich, mach's immer. Denken ist eine Sache, das ist nur für Privilegierte. Jetzt haut er wieder die Sprüche raus hier, ne? Wo du einfach nur für klatschen kannst. Wie sieht's denn aus hier? Und ich sehe irgendwie komplett immer Vorbereitung auf voll. Hier, siehst du? Zack. So, in Schweden geht's weiter, Digga. So, ihr lauft jetzt mal rein. Ja, im Grunde genommen an die Front. Also im Grunde macht ihr eigentlich nichts anderes, außer dass ihr sagt, das ist meine Frontlinie. Ist doch richtig so, oder? Wartet mal. Ja, ja, ist richtig. Pass auf, Jungs, jetzt werden sie bei der Überfahrt gestoppt. Na, die Bürzeljäger sind schon mal rübergekommen. Wichtig. Ne? Nicht die Panzer sind wichtig, sondern die Bürzeljäger, die drüber sind. Die sind wichtig. Also mittlerweile haben wir jetzt zwei ganze Armeen oben im Einsatz, ne? Nur dass du weißt. Muss es sein. So, guck mal, ich habe jetzt ein bisschen für Ablenkung gesorgt, weil ich nämlich jetzt vorankomme. Oh, was für Ablenkung? Oh, Fallschirm wieder abgeworfen! 3, 5 Stück. Und der hat sogar die Stadt verfehlt. Nein. Oh Mann. Nee, nee, das war Absicht, Mann. Ich wusste nicht, ob in der Stadt was drin ist. Mann, immer in die Stadt, da hast du wenigstens Nachschub. Das ist gefährlich, ich kann den Ring nicht. Erste spielen. Sache ist, wenn ihr amphibisch invasiert, immer an den Hafen, da habt ihr Nachschub. Zweite Möglichkeit, wenn ihr mit Fallschirmspringer abspringt, immer in der Stadt, da habt ihr Nachschub. Oh, daneben habt ihr nichts. Da steht ja einfach nur blöde da. Es geht jetzt darum, die so lange wie möglich zu beschäftigen. Genau, bis der Secret-Plan nämlich über Alaska nach Ostrussland einzufallen funktioniert. Kannst du nicht irgendwas mit diesem... Was ist das nicht das Schwarze Meer oder spinnig? Ich bin so gut, ey. Die Geschichte hat da einmal aufgepasst. Erdkunde war halt übrigens, aber ist egal. Schwarzes Meer, kannst du da nicht irgendwas machen? Ja, dann müsste ich da erstmal Flotte hinbringen, bis sie da ist, sie da überall abgeschossen. Ja, ach so. Höchstens halt da auch irgendwo rumspringen. Nee. Wir nehmen Rumänien ein. Dann kommst du da ran. Dann kannst du da so eine Flotte bauen. Nicht? Hm. Nicht da rein. So, also ihr habt übrigens ein tolles Angriffsziel. Und das Angriffsziel besteht eigentlich nur da dran. Es kann nicht sein, Alter. Ich greife doch, da sind 5 Einheiten drin. Und das ich greife mit so viel mehr Einheiten an. Mit 15 Einheiten greife ich 5 an. Auch hier sieht der Nachschub eigentlich okay aus, ne? Alles gut. Ja, du musst mal auf den Defensivwert von denen gucken. Vielleicht haben die auch Bunkersysteme oder so ein Zeug. Wo greifst du denn gerade an? Ganz unten zum Beispiel? Über dem Fluss. Guck dir mal die 82 an, Alter. Die haben Defensivwerte von 500! Ich hab schon von 1500 habe ich schon gesehen. Defensivwerte? Ja! Ja, das ist halt einfach krass wie ein Fluss. Du musst mal auf die Defensive wieder raufgehen. Ja, was soll ich machen? Ich kann doch nicht mehr als. Irland ist den Alliierten beigetreten, einfach so. Luftunterstützung 8%, Verschanzung 34%, Land 10%, Kommandantenfähigkeit 60%, ist schon richtig kacke.
Was ist denn das, so ein 6-Sterne-Typ oder was? Spanien hat Irland als Feind ausgemacht. Was will denn Irland jetzt? Spanien hat Irland als Feind ausgemacht? Jedenfalls stand da gerade. Dass ich jetzt Spanien lesen. Spanien ist ja nicht mehr da. Portugal. Ja, keine Ahnung, irgendein Wichser hat. Das republikanische Spanien hat vielleicht. Das kann sein. Gibt's es noch? Bestimmt irgendein kleiner Zipfel hier. Irgendein Zipfel gibt's hier noch davon. Es gibt auch noch Belgien. Freies Frankreich gibt's auch noch, ja, obwohl das schon längst nicht mehr frei ist. Aber hier USA hat noch nichts gemacht, ne? Das ist das Wichtigste. Man, immer irgendwelche Flotteninvasionen. Wo denn? Ich sehe hier in Griechenland. Hier ist die Flotteninvasion. Da ist eine Flotteninvasion. Und die schlagen wir auch zurück. Aber hallo. Da, ne? Da habe ich jetzt kein Gras mehr. So, jetzt ihr wieder. Ihr geilen Säue. Mal ganz kurz. Ah, es hat Pause gemacht, okay. Jetzt ist wieder weiter. Ich kann das. Also. Ja, guck mal, Frage ist, gehe ich jetzt über Stock. Gehe ich jetzt über Stockholm, ist die Frage. Oder will ich den von hinten lieber. Von hinten das abschneiden? Mach Stockholm, mach die Siegpunkte weg. Die haben wir nicht mehr viel mehr, oder? Ja, ich will eigentlich lieber, dass ich. Weil ich habe hier unten Probleme nämlich. Und da. Ist jetzt halt die Frage. Haben wir noch im Vorbereiten? Ah, nee, ich gehe oben rüber. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein, Alter. Ja, ich werde oben rüber gehen. Ich werde hier lang gehen. Hier war das. Aber ich muss doch irgendwann über den Fluss. Wie haben Sie dieses vorgestellt? Philippa, ich finde es so schön, dass Philipp verzweifelt ist. Das ist nicht irgendwie böswillig oder sowas. Überhaupt nicht. Das ist gar nicht so gemein. Das ist einfach nur, es ist halt wichtig. Für ein Spiel, dass der Philipp auch mal den mehr kriegt. Wenn ihr in Schweden kriegt, ja auch Gegenwehr, warum auch immer. Verstehe ich gar nicht. Ich müsste die eigentlich hier noch mehr rumziehen. Das war jetzt eigentlich taktisch von mir, glaube ich, relativ kacke von mir, aber was soll's. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Also, die gehen jetzt Richtung Stockholm, um dann einfach Stockholm einzunehmen und den schon mal auch wieder ordentlich Militärfabriken und so alles zu nehmen. Wir haben noch 3 Millionen Leute, also von daher, wir verlieren zwar ein paar, aber produzieren noch gut nach. Wie sieht es denn eigentlich bei den Kriegen aus? Ist ja jetzt britischer, also ist ja jetzt in den britischen Krieg mit reingefallen und Schweden hat 83% der Siegpunkte noch. Mit Stockholm wären es natürlich dann, wenn wir Stockholm einnehmen, das sind 20 Siegpunkte, das ist hier die größte Stadt in meinem Wald. Das geht halt noch. Ansonsten hat Schweden eigentlich die Alliierten, haben denn die noch Krieg gegeneinander? Das ist auch der Witz. Aha, die USA unterstützt übrigens noch per Leibpacht die Russen. Hier, Krieg. Die haben mit uns Krieg. Die haben. Oh, die haben mit allem Krieg. Die müssen doch mit uns. Die haben. Ja, die haben auch mit den Alliierten Krieg. Ja, die kämpfen in der Türkei da unten noch fleißig. Ja, aber warum die Schweden nicht angreifen, ist für mich ja wieder so ein übelstes Rätsel. So, unser Panzer ist übrigens fertig geworden. Das ist natürlich jetzt der Wahnsinn, ne? Jetzt geht's los. Jetzt können wir nämlich anfangen, Panzer zu produzieren. Oh, ich hab meinen auch schon fertig. Cool, Digga, cool. Den letzten, den haben 45. Genau. Den besten. Und dann machen wir jetzt noch eine. So, warte mal, ich muss kurz überlegen. Ausbildungsdauer, nee, Kapazität 5%. Genau. Ich würde bei euch übrigens bei den Spezialeinheiten immer auf das untere hier gehen, weil ihr einfach mehr Kapazität dann davon kriegt. Am Ende kriegen wir sowieso das gleiche. Ist das eigentlich wirklich wahr, was ich erzählt habe? Ja, ne? Genau, ihr kriegt halt hier einmal 5% mehr Kapazität und ich würde lieber mehr Spezialeinheiten haben, als dass sie vielleicht ein bisschen besser sind oder sowas. Wir werden ja schon wieder invasiert. Das war kein Problem. Wir schlagen die zurück. Da seht ihr mal, was wir hier anrichten, ey. Das ist der Wahnsinn, ne? Die Jungs, ey. Können wir nicht. Und jetzt flankieren wir die jetzt einfach mal von allen Seiten. Und dann müssen sie eigentlich draufgehen, ne? Kannst du mir noch nicht erzählen. Lauf da jetzt mal da rein. Ein Panzer lässt du zurück. Wahnsinn. So, Jungs, aber
Der imaginäre Wecker hat geklingelt. Ich habe mein Handy gerade irgendwie an, ans Kabel angeschlossen, deswegen klingelt der nicht wirklich. Willst du machen? So, eigentlich, ich verstehe, das verstehe ich zum Beispiel auch schon wieder nicht, ne? Warum kann ich denn jetzt nicht hier irgendwas. Warum kann ich jetzt hier nichts bauen? Ich habe das komplett. Ich habe die komplette Region eingenommen. Land? Nee, habe ich nicht. Vielleicht, weil noch Einheiten draufstehen? Aber das war damals auch nicht so. Also, da bin ich mir nicht sicher, warum ich jetzt hier nichts bauen kann, Freunde. Staatslenker ist das Deutsche Reich. Kannst du da was bauen? Ja. Nimm ich das gerade für dich ein? Nee. Italien ist doch da. Na, wenn du raufgehst, steht bei mir Staatslenker das Deutsche Reich. Kontrolliert. Ach, bin ich? Ach, weil ich, glaube ich, weil ich. Besteht bei mir auch über den Staatslenker Deutsche Reich? Nee, Besitzer Italien. Staatslenker kontrolliert Italien. Kontrolliert von Deutsches Reich steht da, ja. Ja, was ist doch meins? Mal eine Frage. Regionen abtreten, wie heißen die? Region übernehmen. Die da und die da. Schonen? Was willst du denn jetzt von mir? Schonen, doch, Tatsache hier. Hä, so eigenartig. Schonen? Moorland, warte, ich gebe dir das gleich. Ja. Wir fallen alle da irgendwie, oder was ist da Blödsinn? Schonen, Smallland. Ne, das Smallland ist das und Schonen. Hast du? Ja, nee, was? Hab ich geschickt. Da. Au! Kannst du nochmal machen, bitte? Oh. Ich dachte, links ist annehmen! Oh Mann, Alice, ey. So blöd wieder, ne? Sie haben uns angenommen, steht doch da jetzt. Jetzt steht da Italien. Ach doch, war richtig, okay. Jetzt läuft. Ey, das ist ja ein Blödsinn, oder? Hast du so einen Blödsinn schon mal gesehen? Ich nehme das ein und du trittst die Scheiße. Ich finde, das ist ja schon wieder. Bin ich nicht richtig so? Nee. Schon, dass das nee. Das ist nicht so richtig. Oh Mann, ey, so packen wir und so weiter. Ach, da haben wir jetzt schon wieder. Ach Mann, hört doch mal auf, ey. Das ist alle blöde. Ja, machen wir hier noch mehr Jäger. Klar, noch mehr Jäger sind noch mehr Jäger. Was ist denn das Problem? Immer noch Öl, oder was? 4, 6, 4. Ey, ja, Digga, du hast zu wenig Öl. Ich? Ich nehm dir alles weg, was du hast. Nee, aber du kannst. Ich hab ja nur, weiß ich, so und so viel Freigabe gegeben. Nicht alles freigegeben wahrscheinlich. Ja, ich werde auch noch ein bisschen was selber dann freigeben. Freinehmen. Ich werde immer ein bisschen freinehmen, Digga. Das macht alles keinen Sinn. So, aber erstmal Pause hier, weil ich muss jetzt nämlich auch die Panzer gleich noch einstellen, weil wir wollen natürlich auch ein paar Panzer produzieren. Also die Armee, die wir jetzt so hingeschickt haben. Also hier sieht es nochmal. Ne, ihr seht es eigentlich überall nicht so gut. Mit 4. Wo ist mein 4. Bataillon? Ist schon tot? Ne. 4 Gebirgsjäger-Bataillone und 20 Humvee-Einheiten. Das ist ja jetzt nicht unbedingt die Armee gewesen, die ich euch zeigen wollte, beziehungsweise die ich haben will für euch. Da waren ja irgendwo noch Panzer im Spiel. Stimmt, ne? So, die werden wir mal ein bisschen nachproduzieren. Gut, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt, wir übernehmen die Welt. Bis denne!